Harald, herzlich willkommen im Karl-Seitz-Hof hier in Floridsdorf. Du bist Historiker, ausgewiesener Karl-Seitz-Experte, hast die aktuell wichtigste Biografie über den Karl-Seitz geschrieben, Ein Leben an Bruchlinien. Erzähl vielleicht unseren Zuhörern in kurzen Worten, wer war Karl-Seitz? Ja, Karl-Seitz ist eine sehr spannende Person. Ja, 1869 geboren, startet er zuerst seine ersten Aktivitäten in der Junglehrerbewegung in Wien, nähert sich dann der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei an, in der er dann zahlreiche wichtige Funktionen ausübt und überhaupt im Laufe seiner politischen Karriere zahlreiche Ämter und Funktionen ausübt, die von immenser Bedeutung waren. Alle hier aufzuzählen würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen. Stellvertretend sei vielleicht genannt, bundesweit ist er wahrscheinlich am bekanntesten in seiner Funktion als erstes Staatsoberhaupt der jungen Republik Deutsch-Österreich und dann sogar als kurzfristiger interimistischer erster Bundespräsident. Ja, für Wien natürlich ganz wichtig, Karl Seitz war der Bürgermeister des Roten Wien. Ja, als Nachfolger von Jakob Reumann hat er 1923 dieses Amt angetreten und war dann maßgeblich mit seinem Team daran beteiligt, dieses kommunalpolitische Projekt, das ja also über Österreich hinaus in der ganzen Welt Beachtung gefunden hat, umzusetzen. Und nicht zuletzt Nachfolger auch von Viktor Adler als Parteivorsitzender. Viktor Adler kennt jeder, der sich mit der Sozialdemokratie beschäftigt hat. Karl Seitz ist da schon ein bisschen mehr in Vergessenheit geraten, hat man manchmal den Eindruck. Woran glaubst du, liegt das? Es ist spannend, ja, wenn man fragt, von wegen, wer war denn der Nachfolger von Viktor Adler? Wie du sagst, Viktor Adler, allgemein bekannt. Dann würden wahrscheinlich die meisten sagen, naja, dann wahrscheinlich Renner oder Bauer. Und das war vielleicht auch eine der großen Fähigkeiten von Karl Seitz, sich selber in den Hintergrund zu nehmen und als Ausgleich zu wirken. Nicht nur überparteiisch, sondern auch innerparteilich und eben gerade zwischen den Flügeln Karl Renner und Otto Bauer zu vermitteln. Und da war es eben notwendig, dass da nicht noch ein dritter Player mehr oder minder auf der Bühne steht, sondern einer, der im Hintergrund die Fäden zieht. Und das hat er in bemerkenswerter Art und Weise gemacht. Ja, und er hat, das ist auch bemerkenswert, er war ein Mann des Ausgleichs, aber er hat seine Haltungen nicht verraten. Ja, also bei allem Vermitteln und Ähnlichem, man wusste immer, wenn man mit Karl Seitz rechnet, womit man zu rechnen hatte. Ja, bekannt ist von wegen, also während halb Europa im Kriegstaumel und in der Kriegsbegeisterung lag, dass Seitz da schon sehr früh einer war, der hier Pazifist. 1914. Ja, ganz genau. Früher noch, sehr viel früher noch. Ja. Und früh schon eingetreten ist gegen die Todesstrafe, sehr früh sich für die Gleichberechtigung von Mann und Frau eingesetzt hat. Also sehr, sehr modern war für seine Zeit. Und was auch bemerkenswert ist, in einer Zeit, wo wirklich so die Alpha-Tiere die politische Bühne dominiert haben. Einer seiner Vorgänger als Wiener Bürgermeister, Karl Loeger, ist so ein Paradebeispiel. Auf Bundesebene, man denke an Dollfuss. Und später natürlich auch während der NS-Zeit an Hitler, ohne jetzt, wie gesagt, die in einen direkten Zusammenhang zu bringen. Da war es aber schon bemerkenswert, einen Politiker zu haben, der sich selber zurücknimmt und das Team und die Sache in den Vordergrund gestellt hat. Und ja, also das ist sicher etwas, was aber vielleicht auch mit dazu beigetragen hat, dass er heute in der öffentlichen Wahrnehmung nicht mehr so präsent ist. Ja, dieses Zurücktreten in die zweite Reihe hat ihn auch ein bisschen aus dem Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit gebracht. Aber seine Arbeit und sozusagen die Sache, für die er sich eingesetzt hat und für die er gebrannt hat, mit einem, muss man schon auch sagen, bemerkenswerten Team an Wiener Stadträten, die er hat machen lassen. Also er hat sich da nicht in den Vordergrund gespielt, sondern sich auch sehr auf seine Stadträte gestützt, unter anderem den Wiener Finanzstadtrat Hugo Breitner, der durch die Einführung der Wiener Wohnbausteuer dann auch Projekte wie dieses hier ermöglicht hat. Wir sitzen hier im Karl-Seitz-Hof, geplant für 5000 Bewohnerinnen und Bewohner, 1200 Wohnungen knapp, also eine Dimension, die größer ist als sehr viele Gemeinden in Österreich. Magst du dazu vielleicht noch ein bisschen was sagen zu dieser Initiative des Wiener Gemeindebaus, für die Wien ja weltberühmt ist? Wien war damals die größte Stadt der Welt, die sozialdemokratisch regiert wurde. Also es gab ja auch einen richtigen Tourismus an Best-Practice-Beispielen. Man wollte sich anschauen, was machen die Wiener hier mit dieser Architektur, diesen Gartenstädten. Ja, also beeindruckend, vor allem wenn man sich die wirtschaftliche Situation der damaligen Zeit vor Augen hält. Ja. Gerade nach dem Ersten Weltkrieg, in Zeiten der Inflation, wo die Infrastruktur
gerade in Wien sehr beschnitten war durch den Wegfall der ehemaligen Kronländer, da so ein Wohnbauprogramm umzusetzen, auch gegen den Widerstand des Bundes. Ja, reißt ja dann mit Anfang der 30er Jahre auch rapide ab. Ja. Und also sind zehntausende Wohnungen innerhalb von kürzester Zeit errichtet worden, eben wirklich solche Baumonumente wie eben hier auch der Karl-Seitz-Hof. Und wie du richtig sagst, das war einfach wirklich ein Tourismus hierher, von wegen, gehen wir schauen, wie die das in Wien machen, weil das war wirklich bemerkenswert und war bemerkenswert und ist bemerkenswert. Ja, absolut. Naja, also eigentlich eine unglaublich spannende Zeit, eine schillernde, tolle Persönlichkeit. Und wir werden ein bisschen mehr über den Karl Seitz erzählen und reden an seinem Geburtstag am 4. September hier im Karl-Seitz-Hof im Wienzimmer Gartenstadt. Da beginnt ein Festchen ab 14 Uhr und um 15:30 Uhr werden da Harald Gröller und ich gemeinsam einen kleinen Vortrag über den Karl Seitz halten. Und wir freuen uns über reges Interesse und rege Teilnahme und wollen euch sehr herzlich einladen, hier in diesen tollen Gemeindebau in die Gartenstadt Jedlesee, seit jetzt genau 70 Jahren Karl Seitz Hof, und freuen uns auf das Interesse.